Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Assassin's Creed 3. Ja, wir haben die letzte Folge, sind wir ziemlich viel gelaufen und diese Folge soll es richtig weitergehen, so wie das Ganze aussah. Ich frag mich nur, wo wir hier sind. Wo sind wir zur Hölle? Also hier habe ich mich das letzte Mal aber nicht ausgelockt. What the fuck? Ich bin voll verwirrt gerade. So, mal hier ein bisschen schneller machen. Ja. Komm, lass dich fallen. Also, keine Ahnung. Also, ich bin wirklich nicht da hochgelaufen. Ich habe da unten gespeichert, wo wir das letzte Mal waren. Eigentlich standen wir das letzte Mal hier. Naja, keine Ahnung, wie wir da hochgekommen sind. Einfach mal hier so. Pam! Mission starten. Habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Okay, also dem seine Hände sahen auch schon... Schon so ein bisschen. Ich habe schlechte Nachrichten, Sir. So, schon so ein bisschen kalt aus. Steht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitcairns. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Tut wie verlangt. Ich versuche derweil euch freistellen zu lassen. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld. Okay, scheint so, als ob er dann gehen muss. Wird von seinem normalerweise, ich habe Sprachfehler, wird von seinem eigentlichen Boss, sag ich mal, wieder zurückgeholt, wenn er hier fertig ist. Na, mal sehen, ob wir das hinkriegen, den freizustellen. Das Feuer ist noch nicht lange aus, die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Hört ihr auch die Wölfe? Verdammt! Diese Spuren sind frisch. Es müssen ihre sein. Welche Spuren denn? Sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus und in die Bäume. Ach hier. Also ich sehe das wirklich kaum. Und schon habe ich die Spur verloren. Oh ne, hier drüben. Ich höre immer noch Wölfe, ich habe echt Angst. Jungs. Ich höre hier irgendwo einen Wolf. Ich weiß nicht, welches Spuren das hier alles ist. Da ist er. Bitte greif mich nicht an. Ich hoffe mal, das sind ihre Spuren hier. Naja, keine Ahnung. Ich laufe einfach mal lang. Wenn es falsch ist, ist es falsch. Ich meine, da ist ja aber ein Pfeil in die Richtung. Also wird schon irgendwo richtig sein. Gefunden! Na. Wartet hier. Ja, ist auch voll leise, wie er da läuft. Oh mein Gott. Oh, verdammt. Warte, komm zurück. Was schießt er auch? Bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein zurecht. Aber Sir. Kein Aber. Geht. Lauf nicht weg. Ich muss mit dir reden. Ich komme hier nicht hoch. Ich bin nicht dein Feind. Bitte, hör mir doch zu. Nee, zuhören ist bei dir nicht irgendwie. Oh mein Gott, Weib, so lass mich doch sprechen! Genug von diesen Spielchen! Oh oh.
Okay, wir sind ein bisschen stark, wenn wir uns gegen... Oh, lol. Das ist nicht gerade meine Stärke, sowas zu machen. So, okay. Zum Glück ist das Zeitlupe. Ja, komm her. So, Wölfe erledigt. Weiter hier. Sie kann nicht weit sein. Na, bist du hier irgendwo im Busch? Hallo? Komm raus, ich möchte dir einen echten Hasen zeigen. Hier liegt ein Skelett. Ich glaube, das ist sie nicht. Ah, Hinweis analysieren. Hat er jetzt irgendwas gemacht? Nö. Na, was geht? So. Jetzt bist du auch tot, genauso wie deine Freunde. Mann, wo ist die? Was macht die mir so das so schwer? Bin ich so gut? Jetzt kletter doch da hoch. Die Frau hat das ja auch geschafft. So ein Kacknoob, ey. Kannst du hier hochklettern? Nein, natürlich nicht. Ah, Mann. Dieses Spiel, das ist mir so zu hoch. Hase! Hallo? Ich kann nicht in den Busch laufen. Und jetzt bin ich aber aus diesem Kreis raus. Ich glaube aber, ich muss hier drin bleiben. Dieses Spiel. Also, wirklich, da ist mal ein Spiel, was mich, wo ihr mich echt mal völlig dumm seht, wo ich mich nicht auskenne. Hä? Die ist mir zu gut. Komm raus. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Oh, ich bin auch auf dem Baum. Och. Sein Ernst? Springt er wieder runter. Vielleicht sehe ich sie nämlich von oben besser. Komm, hier. Und nochmal da hoch. Komm, scheiß auf die Kälte. Nee, auf Bäume will er nicht. Wahrscheinlich darf ich nicht auf Bäume. Und wo ist diese Frau? Ich habe mich hier gecatcht. Und sie ist nach oben. Aber wo hinten? Ich laufe jetzt einfach mal in Richtung des Pfeils. Da muss er mir ja sagen, ich bin zu weit vom Weg abgekommen. Ist mir jetzt Rille. YOLO. Ich laufe jetzt einfach hier so lang. Richtung des Pfeils. Wo mich der Pfeil auch immer hinführt. Okay, er führt mich in eine Schlucht. Ach. Wirklich, das ist... Na, hier steht aber auch nicht, was das ist. Hier. Hausierer, Hafem, aber hier, da ist nichts, ne? Limit für Gesundheitsverlust. Ach so, ich darf nicht mehr als 50% verlieren. Also, es sind echt spannende Folgen, die ich hier hochladen kann. Ist ja wirklich so. Ich hoffe, es ändert sich irgendwann mal. Jetzt so am Anfang ist Assassin's Creed 3 schwer und dadurch packe ich es nicht und dadurch ich nicht hier. Dann schlachte ich halt nochmal ein paar Leute. Haltet diesen Mann!
Keine Ahnung, die waren da jetzt so rot gekennzeichnet. Kein Problem für mich. Okay, wollen wir mal weiter die Frau suchen gehen? Mal so nebenbei so eine Einheit abgeschlachtet in ein paar Minuten. Okay, ein paar Sekunden. Ja, easy, ne? Easy. So, hier ist wieder der Kreis. Ich muss immer noch die mysteriöse Frau finden. Da oben ist sie doch, oder? Ja, aber ich darf ja nicht auf Bäume klettern. Das ist mein Problem. Also gefunden. Du kostest mich Nerven, Weib! So. Also ich habe sie gefunden. Ah, deswegen darf ich da hochklettern. Weil die da auch da hoch ist. Los, mach schneller. Die kann genauso klettern wie du. Los. Och, jetzt ist man hier so langsam. Ah, hi. Bist du nicht richtig im Kopf? Ich, Haven. Ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Was willst du? Nun, deinen Namen fürs Erste. Ich bin Gazizio. Was? Ist mir eine Ehre. Gazio? Nenn mich einfach Zio. Dio? Zio. Zio. Endlich. Und sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau. Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Die hat unsere Kette mitgehen lassen. Springen die um? Hä? Das war ja ein sehr weiter Weg. In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von hier vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Edward Braddock. Du kennst ihn? Er ist kein Freund von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihm. Dann schlage ich vor, das zu beenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Braddock. Doch erst müssen wir ihn finden. Also, mir ist das ein Rätsel, wie die so dünn hier rumläuft, ey. Also, wir sind ja schon ein bisschen dicker angezogen. Ich vertraue dir nicht. Ich weiß. Und doch bleibst du. Um dich zu überzeugen. Das passiert nicht. Warum passiert das nicht? Ich will dich überzeugen, ich will dich ficken. Ja, nein. Nein. Was weiß ich, wie die Religion da ist. Ja, interagieren hier einfach mal. Ich bin gerade ein bisschen weg von meinem Mikro gerutscht, ich weiß. Hier. Eine Mohawk-Squaw wird Verdacht erregen. Oder noch Schlimmeres. Was ist, das ist nicht das erste Mal, dass ich euer Volk besuche. Ich kann auf mich aufpassen. Das hoffe ich. Was ist eine Mohawk-Squaw? Meine Art Spiel, wenn der schwarze Peter alles sticht. Mir kam zu Ohren. What? Lauschen fehlgeschlagen, zu viel Aufmerksamkeit erregt. Noch ein Versuch. Sorg mir mal was zum Naschen. Ich bin immer für etwas Spaß und das Rockreis. Mir kam zu Ohren, die Franzosen wollten bis hierher vorrücken. Was Braddock wohl dagegen unternehmen will. Der ist schon zum Vorposten aufgebrochen.
Ich wette, unsere kleine Ruhepause hier ist bald beendet. Wir marschieren sicher bald nach Süden. Okay. Was kostet denn eine laue Nacht lang Adam und Eva spielen, nicht wahr? Ich will da nicht stationiert sein. Das ständige Tosen der Brandung, das Salzwasser brennt in den Augen. Und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles voll. Bist du sicher, dass wir da hingehen? Ei, wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expeditionen. Ja, sehr schlau. Gib den Dingen schöne Namen und schon wird alles verziehen. Okay. Wir wissen, wo er ist und wir wissen, wo sie hinwollen. Ich denke mal, das reicht fürs Erste. Oi! Wohin willst du? Ich? Nee, dein Zwillingsbruder. Also ich wollte gerade gehen. Ah, und nun? Tja, nun werde ich dir ein paar Zähne ziehen. Und du hattest Angst, ich könnte das Problem sein? Ach so, wir spielen jetzt Zahnarzt. Pam. Pam. Oh, oh. Gute Kombo. Oh. Also wir stecken ein bisschen mehr ein hier. Boah, voll in die Eier, ey. So. Pam. Und rüber über den Tisch. Und den hier. Na los, wer ist der Nächste? Der hier. Okay. Pam. Schöner Sprungschlag. Eine Wunde. Ach, das ist nichts. Hier. Das sollte die Blutung stoppen. Das war nicht nötig. Aber danke. Schon ist die Wunde weg. Weiter. Triff mich später bei Braddock's Camp. Lappen dran, Wunde weg. Aha. Mission beendet. Ah, sehr schön. Wir haben die volle Synchronisation erreicht. Sehr selten für mich. Kuschel wir hier eine Einheit. Aber ich denke mal, das war's wieder für diese Folge. Und wie jede Folge, lasst doch ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat und vielleicht nicht zu langweilig war. Und wenn ihr irgendwelche Kritik habt, sinnlose oder konstruktive, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Wir würden uns auch über ein Abo freuen, falls ihr dieses Projekt oder auch andere Projekte bei uns verfolgen wollt. Gut, dann sage ich mal, bis dahin, ciao Leute!